Die Ostdeutsche Eisenbahn ist der wohl größte Konkurrent der Deutschen Bahn im Regionalverkehr im Osten Deutschlands. Deswegen lohnt sich ein kleiner Überblick über das Eisenbahnverkehrsunternehmen. In dieser Doku wollen wir auf die Konkurrenz zur DB Regio eingehen, sowie euch die Ostdeutsche Eisenbahn genauer vorstellen. Viel Spaß! Als erstes möchten wir auf das Unternehmen genau eingehen. Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, kurz ODEG, wurde im Juni 2002 gegründet. Ihre Anteilseigner sind seit Beginn mit jeweils 50% die Prignitzer Eisenbahn sowie die BNEX. Die ersten zwei Linien der ODEG befanden sich in Südmecklenburg. Von Hagenow ging es nach Neustrelitz und mit der zweiten Linie von Neustrelitz nach Mierum. 2004 nahm die ODEG an einer Ausschreibung in Mecklenburg-Vorpommern zur Vergabe von Regionalexpressleistungen teil, die sie nicht gewinnen konnten. Doch noch im selben Jahr übernahmen sie die ersten Linien in Ostbrandenburg. In den Jahren 2006 sowie 2007 konnte die ODEG bereits 4,85% der Verkehrsleistungen im Verkehrsbund Berlin-Brandenburg erbringen. Im Dezember 2008 wurde bekannt gegeben, dass die Ostdeutsche Eisenbahn das Spree-Neiße-Netz gewonnen hat. In den folgenden Jahren wurde die ODEG immer bekannter und fing an, mehrere Ausschreibungen zu gewinnen. Zum Beispiel 2009 die Lose 2 und 4 im Stadtbahnnetz des VBB, welche die ersten RE-Leistungen RE2 und RE4 beinhalteten. Außerdem dazu kamen die Linien RB33, RB35 und RB51. Erstgenannte sowie letztgenannte Linie wird noch heute von der ODEG betrieben. Am 9.12.2012 endeten die ersten beiden Strecken der ODEG in Mecklenburg-Vorpommern. Dem Fahrplanwechsel 2013 kam die heutige Linie RB13 dazu. Im Laufe der Jahre verlor die ODEG viele Strecken im Osten Brandenburgs an die kleinere Niederbahnimer Eisenbahngesellschaft, bekam aber am 19. November 2015 den Zuschlag für die Neuausschreibung des Spree-Neiße-Netzes und damit auch die Linien RB46 und RB65 bis 2030. Ebenfalls dazu kamen die Regionalbahnlinien 60V und 64. Seit Dezember 2019 ist die ODEG auch an der Ostseeküste mit dem Desiro ML unterwegs. Mit der Notfallvergabe konnte die ODEG der DB Regio eins der wichtigsten Netze für 2 Jahre wegnehmen. Mit dem Fahrplanwechsel 2022 wird die ODEG neue wichtige Linien in Brandenburg übernehmen. Unter anderem gewann man 2 der 4 Lose des Elbe-Spree-Netzes, genauso wie DB Regio. Jedoch fallen die besseren Lose der Ostdeutschen Eisenbahn zugute. Heute besitzt die ODEG 475 Mitarbeiter sowie eine eigene Instandhaltungsgesellschaft, die ODEG, welche unter anderem in Eberswalde die eigenen Züge wartet. Mit insgesamt 49 Fahrzeugen und einem Umsatz von 177 Millionen Euro ist die ODEG zu einem der bedeutendsten Eisenbahnverkehrsunternehmen im Osten herangewachsen. Das Liniennetz umfasst 1320 Kilometer und sie befördern fast 22 Millionen Fahrgäste, während sie knapp 13 Millionen Schienenkilometer im Jahr zurücklegen. Die ODEG besitzt aktuell 49 Fahrzeuge, wobei alle Fahrzeuge von Siemens oder Stadler kommen. Aufgrund der Unterschiede in den jeweiligen Netzen werden die Triebwagen entweder elektrisch oder mit Diesel betrieben. Für die unterschiedlichen Anforderungen der Netze und Linien nutzen sie insgesamt 5 unterschiedliche Fahrzeuge. Das neueste Flottenmitglied ist der Siemens Desiro ML, der seit 2019 für die ODEG unterwegs ist. Als erstes gehen wir auf das aktuelle Flaggschiff der ODEG ein. Der Stadler KISS der Baureihe 445 wird von Stadler Pankow gebaut. Er kommt auf den Regionalexpresslinien 2 und 4 zum Einsatz. Sie sind alle vierteilig und haben eine Antriebsleistung von 3000 Kilowatt. Sie fahren bis zu 160 km/h schnell und wiegen leer knapp 206,4 Tonnen. Sie können Energie zurückspeisen beim Bremsen und haben einen spürbar geräuscharmen Antrieb. Die ODEG bewirbt ihr Flaggschiff als hochmodern, spurstark und innovativ. Außerdem sind sie sehr sicher, ökonomisch und leistungsstark. Die ODEG besitzt insgesamt 16 Fahrzeuge des KISS.
Alle KIS werden sukzessive bei der ODEC in Eberswalde general überholt, um neuen und besseren Komfort in Zukunft bieten zu können. An Bord befinden sich Notrufsprechstellen sowie Überwachungskameras. Durch Klimaanlagen und Fußbodenheizungen ist der Zug je nach Witterung immer perfekt einstellbar, um es dem Fahrgast so angenehm wie möglich zu machen. Der Zug ist doppelstöckig und man kann jeden Wagen ohne auszusteigen erreichen. Dieser Zug ist im klassischen Farbschema der ODEC anzufinden. Er fährt seit Mai 2013 für die ODEC, da er nach Zulassungsproblemen nicht pünktlich seinen Dienst zum Fahrbrennwechsel im Jahre 2012 antreten konnte. In den Innenraum gelangt man durch eine der 8 Türen pro Seite. Insgesamt befinden sich 428 Sitzplätze, 661 Stehplätze und 30 Fahrradplätze an Bord. Der Zug ist für eingeschränkte Menschen durch die stufenlosen Einstiege sowie die Spaltüberbrückung einfach zu erreichen. Innen wird der Zug durch LEDs beleuchtet. Die erste Klasse wird durch eine 1 im Oberdeck gekennzeichnet. Sie findet sich auch genau dort an. Die erste Klasse enthält 24 bequemere Stühle sowie mehr Steckdosen. Außerdem gibt es 3 WCs an Bord, wovon eins barrierefrei ist. Die Fahrgäste werden durch Bildschirme und Ansagen über die nächsten Stationen sowie die aktuellen Situationen informiert. Der gesamte Zug ist aufgeräumt und fahrgastfreundlich gestaltet. Die unteren Abteile sind immer je nach Außenbeschilderung gestaltet. Es gibt behindertengerechte Abteile sowie Mehrzweckbereiche. Machen wir weiter mit dem Desiro Classic von Siemens. Der Dieseltriebzug der Baureihe 642 kommt bei der ODEC im Netz Spree-Neiße zum Einsatz, und zwar auf den Regionalbahnlinien 46 und 65, welche beide in Cottbus fahren. Der Zweiteiler kann bis zu 120 km die Stunde schnell fahren und hat eine Antriebsleistung von 2x336 kW. Der Zug ist 41,7 Meter lang, 2,8 Meter breit und über 4 Meter hoch. Er überfüllt die Abgasnorm Euro 3 und wiegt leer etwa 70 Tonnen. Die ODEC ist stolz auf ihren Desiro und bewirbt diesen Zug als Verwöhnungszug. Im Innenraum macht der Zug seine Bezeichnung aller Ehren. Im Eingangsbereich befinden sich Teppiche. In den Zug kann man barrierefrei einsteigen und es sich auf einem der 124 Sitzplätze gemütlich machen. Sollten mal keine Sitzplätze mehr verfügbar sein, gibt es 90 weitere Stehplätze. Der Zug ist großzügig und barrierefrei gestaltet. An Bord befinden sich ein barrierefreies WC sowie mehrere Fahrgastinformationssysteme in Form von Monitoren und Ansagen. Auch dieser Zug wird durch Kameras überwacht. Außerdem kann man Kinderwägen, Rollatoren sowie Fahrräder im großzügig angelegten Mehrzweckraum unterbringen. Auch dieser Zug verfügt über eine Klimaanlage. An Bord ist es sogar möglich, ein Getränk oder einen Snack zu bestellen. Dieser wird dann von dem Zugbegleiter oder der Zugbegleiterin serviert. Die Preise sind moderat und nicht geizig. Außerdem gibt es täglich eine Auswahl an aktuellen Zeitschriften. Ein echter Verwöhnungszug.
Außerdem gibt es einen Desiro Classic der Odeg in Sonderlackierung. Dieser zeigt besonders schöne Orte und Sehenswürdigkeiten entlang der Route RB65. Machen wir weiter mit dem nächsten Dieseltriebwagen. Der Stadler GTW26 wird bei der Odeg auf den Linien RB33 und RB51 eingesetzt. Die insgesamt 6 Fahrzeuge dieses Typs enthalten 2 Passagierwagen und einen Antriebswagen in der Mitte. Sie sind über 40 Meter lang und fast genau 4 Meter hoch. Außerdem ist er mit 3 Metern Breite das breiteste Fahrzeug der Odeg. Auch hier entsprechen die Dieselabgasnormen der EU-Richtlinie Euro 3. Der Innenraum ist schlicht, aufgeräumt und barrierefrei gehalten. Einsteigen kann man durch eine der 2 Türen pro Seite. In den Zug kann man dank Spaltüberbrückung barrierefrei einsteigen. Auch barrierefrei ist das einzige WC an Bord. Mehrzweckbereiche bieten Platz für sperriges Gepäck oder Fahrräder und die Fahrgäste werden durch Lautsprecher und Fahrgastinformationsmonitore über ihre Reise informiert. Für Sicherheit sorgen Notrufsprechstellen und Überwachungskameras. Insgesamt bietet der GTW 100 Sitzplätze und ca. 150 Stehplätze. Die Odeg bezeichnet ihren Zug als komfortabel und geräumig. Der antriebsstarke Dieseltriebzug von Stadler Pankow erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km die Stunde und bietet besonders viel Platz für Ausflugsgepäck, was ihn als Transportmittel auf den Regionalbahnlinien 33 und 51 aufgrund der Charakteristiken der Ziele ideal macht. Das älteste Flottenmitglied der Odeg, der Regio Shuttle RS1, ist das einzige einteilige Fahrzeug. Der Zug, der auf die Baureihe 650 hört, stammt ebenso wie der GTW von Stadler Pankow. Die 14 Fahrzeuge der Odeg befahren die Strecken RB13, RB14, RB15, RB19 und RB64. Sie sind für die kleineren Linien zuständig. Der 25 Meter lange, 2,9 Meter breite und 4 Meter hohe Zug erbringt eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km die Stunde. Unterschiede zwischen den Fahrzeugen sind die Antriebsleistungen. So sind die Züge, die ca. 5 Jahre später, also zwischen 2008 und 2011 zur Odeg kamen, 2x8 Kilowatt leistungsstärker. Im Innenraum des Klassikers finden 72 Menschen auf Sitzen und 100 Menschen im Stehen Platz. Auch dieser Zug ist barrierefrei gestaltet. Der barrierefreie Einstieg ist leider aufgrund der unterschiedlichen Gestaltungen der Bahnhöfe nicht immer möglich. Ebenso wie alle anderen Züge ist auch dieser durch Sicherheitsfeatures abgesichert. Das Fahrgastinformationssystem besteht aus Monitoren und Lautsprecheransagen, welche klar und deutlich zu hören sind. Ebenso befindet sich ein barrierefreies WC an Bord. Eine lange Zukunft hat der Regio Shuttle bei der Odeg allerdings nicht mehr. Die inzwischen mindestens über 10 Jahre alten Fahrzeuge sind nicht so wirtschaftlich, was den Dieselverbrauch angeht. So erfüllen sie beispielsweise nicht die Euro 3-Norm. Außerdem sind sie sehr laut und wirken unmodern.
Spätestens mit der Bestellung von Dieseltriebzügen des Typs Lin 54 sollte die Ausmusterung langsam beginnen. Der Regio Shuttle Nachbarn besuchen wirbt für den Naturpark Nossentina Schwinzer Heide. Der beklebte Zug zeigt die dort vorkommenden Tierarten und die Natur. Dies ist die einzige Sonderlackierung eines Regio Shuttles. Das neueste Flottenmitglied ist der Siemens DeZero Mainline der Baureihe 4746. Er fährt seit der Übernahme der Linien RE9 und RE10 auf den besagten Routen und stammt aus einer Bestellung der österreichischen Bundesbahn, wobei die ODEX 7 DeZero Mainline abbekam. Der Innenraum ist wie die Außengestaltung nicht an das typische ODEX-Design angelegt. Der Einstieg ist barrierefrei möglich, wobei an niedrigeren Bahnsteigen durch die Trittstufen eine Treppe gebildet werden kann. Intelligente LED-Beleuchtung passt das Licht an die äußere Umgebung und die Witterung an. Durch die 8 Einstiegstüren ist ein zügiger Fahrgastwechsel möglich. Außerdem befinden sich an allen Plätzen mindestens 2 Steckdosen und es gibt sogar Tische. Große Gepäckablagen über den Köpfen der Passagiere gibt es natürlich auch. Die erste Klasse wird durch ein auffallendes Rot gekennzeichnet. Hier gibt es breitere und weichere Sitze sowie mehr Platz. Die etwas kleiner gehaltenen Mehrzweckbereiche bieten dennoch Platz für bis zu 36 Fahrräder. In den Zug passen 324 Fahrgäste sitzend und 335 stehend hinein. Es gibt 2 WCs, eins davon ist barrierefrei. Ansonsten bietet der 100 Meter lange Zug akustische und optische Fahrgastinformationen und einen Hublift sowie Klimaanlagen und Fußbodenheizungen. Der Triebzug wird bis zu 160 km/h schnell und ist sehr spurstark dank seiner 2600 kW Antriebsleistung. Zusätzlich speist er Energie durchs Bremsen zurück ins Netz. Um das hohe Fahrgastaufkommen und die Modernisierung der KISS-Doppelstockzüge zu kompensieren, nutzt die ODEX 2 Flirt 3XL, welche von der Bayerischen Regiobahn und der neuen S-Bahn Hannover angemietet wurden. Letzterer Zug fährt sogar mit ODEX-Stickern, welche Webseite und Logo abbilden. Die BRB-Züge fahren im natürlichen Auftritt des Eisenbahnverkehrsunternehmens. Das Personal stammt von der ODEX, aber spätestens beim Innenraum fällt dem Fahrgast auf, dass er nicht in einem ODEX-Zug sitzt, was bei diesem Zug zu Verwirrung führen kann, da es kaum Hinweise gibt, die dem Stammpendler darüber informieren. Kommen wir nun zu den aktuellen Linien und Netzen, die die ODEX bedient. Auf insgesamt 1320 Streckenkilometern bedient die ODEX 157 Haltestellen. Sie sind in den Verkehrsverbunden VVW, ZVON, VMV und VBB unterwegs, wobei die Ostdeutsche Eisenbahn insgesamt 13 Linien bedient. Unter den 13 Linien befinden sich 4 Regionalexpresslinien. Auffallen lässt, alle Linien der ODEX mit Ausnahme des RE9 und RE10 sind durch andere ODEX-Linien erreichbar. Im ODEX-Netz finden sich 2 Drehkreuze an. Das eine ist Cottbus. Hier verkehren die Regionalbahnlinien 46 und 65 sowie der RE2. Alle Züge sind durch einen perfekt getakteten Anschluss erreichbar. Das nächste Drehkreuz ist Parchim. Auch hier verkehren wieder 3 Linien in unterschiedliche Richtungen. Der überschaubar gebaute Bahnhof bietet sofortigen Anschluss nach Ankunft zu den anderen Linien.
Im Netz Westmecklenburg verkehren die Linien RB 13 zwischen Rehna und Parchim, der RB 14 zwischen Hagenow und Parchim, der RB 15 zwischen Plau am See und Waren an der Müritz sowie der RB 19, der Parchim mit Plau am See verbindet. Im Netz Westmecklenburg setzt die Ostdeutsche Eisenbahn auf ihre Regio-Shuttle RS1 von Stadler. Diese sind optimal für das unelektrifizierte Netz, da hier wenig Nachfrage besteht. Hier kommt ein richtiges Müllbahn-Feeling auf, da man fast ausschließlich nur über Wiesen fährt und der Lokführer jeden Bahnübergang durch das Makrofon alleine absichern muss. Kommen wir nun kurz zu den Fahrzeiten. Der RB 13 braucht ab Schwerin-Wüstmark 35 Minuten nach Parchim. Der RB 14 schafft es in einer Stunde und 13 Minuten von Hagenow nach Parchim, ab Ludwigslust sind es nur noch 31 Minuten. Der RB 19 benötigt für die knapp 40 Kilometer lange Strecke von Parchim nach Plau am See genau 50 Minuten und der RB 15 absolviert seine 50 Kilometer nach Waren an der Müritz in 62 Minuten. Das Personal aus Parchim ist sehr freundlich und stets hilfsbereit. Ein Problem ist nur hier aus eigener Erfahrung, dass ein Zug nicht immer an seinen Endbahnhof fährt. Hier wird zwar Schienenersatzverkehr angeboten, aber die Kommunikation über Infotafeln oder den DB-Navigator findet nicht statt. In dem DB-Navigator steht tatsächlich dann nur Halt entfällt. Der RB 33 verkehrt zwischen Jüterbog und dem Berliner Wannsee. Er verkehrt im Stundentakt mit Fahrzeugen des Typs Stadler GTW 26. Die Strecke führt über Treuenbrietzen, Belitz und Potsdam-Babelsberg zum beliebten Berliner See. Die Fahrzeit beträgt etwa 1 Stunde und 7 Minuten. Abfahrt ist in Jüterbog auf Gleis 5 immer zur Minute 40. Die Rückkehr startet am Wannsee zur Minute 12. Hier benötigt der Zug aber 2 Minuten weniger für die gesamte Strecke. Unterwegs gibt es Bedarfshalte, wie zum Beispiel Elsholz. Hier muss durch eine Stopptaste der Haltewunsch angekündigt werden. Wenn keiner aussteigen will bzw. einsteigen, fährt der Zug wie ein Bus am Bahnhof durch. Die Linie ist deshalb von Bedeutung, da die Stadt Jüterbog nur durch den RE3 angebunden wird, welcher aber nur nach Mitte-Berlin und dann Richtung Ostsee verkehrt. Eine Anbindung an den Westen Berlins bzw. Potsdam wird dadurch durch diese Regionalbahn dargestellt. Die Regionalbahnlinie 46, welche im Stundentakt die Spreewaldstadt Cottbus mit Forst in der Lausitz verbindet, wird mit den Siemens Desiro bedient. Die Strecke wird in 18 Minuten befahren. Abfahren tut der Zug in Cottbus zur Minute 7. In Forst fährt der Zug zur Minute 33 ab. In Cottbus steht der Zug dann und wartet auf den kurz darauf ankommenden RB 65 aus Zittau und den Regionalexpress 2 aus Wismar. Dieser Zug ist eher ein Ausflugszug und verbindet kleine Dörfer wie Klinge mit der Großstadt Cottbus. Züge sind sehr aufgeräumt und sauber. Das Servicepersonal an Bord ist stets freundlich und gibt sich Mühe, diese Fahrt so reibungslos wie möglich zu gestalten. Die Schönheit der Strecke möchten wir euch in einem kleinen, kurzen Zeitraffer zeigen. Weiter geht's mit dem RB 51. Er verbindet die Stadt Brandenburg an der Havel mit Rathenow. Hier besteht Anschluss an den Regionalexpress 4 der Ostdeutschen Eisenbahn.
Auch der RB51 wird mit einem Stadler GTW bedient, welcher für die 40 Kilometer 46 Minuten benötigt. Die stündlich verkehrende Regionalbahn hält unter anderem in Görden, Döberitz und Mögelin. Durch die Regionalbahn werden kleinere Dörfer mit den beiden Großstädten verbunden. Außerdem muss man nicht den Umweg über Berlin nehmen, wenn man beispielsweise von Rathenow nach Brandenburg möchte. Als nächstes kommen wir zum RB64. Die kleinere Regionalbahn verbindet die sächsische Stadt Hoyerswerda mit dem Eisenbahnländerknotenpunkt Görlitz. Der Regio-Shuttle benötigt 53 Minuten und verkehrt im 2-Stunden-Takt zwischen den Städten. Von 5 bis 8 Uhr fährt der Zug sogar im Stundentakt. In Görlitz besteht Anschluss an den RB65 der ODEC sowie an polnische und tschechische Züge. Die RB-Linie 64 stellt die einzige Linie der ODEC dar, welche ausschließlich in Sachsen fährt. Der RS1 fährt mit seinem Personal und den Fahrgästen zu Minute 32 in Hoyerswerda ab. Eine Minute später fährt der Gegenzug in Görlitz los. Die letzte Regionalbahnlinie der ODEC ist die Regionalbahn 65, welche das Drehkreuz Cottbus mit Zittau verbindet. Unterwegs hält der Zug unter anderem in Bargenz, Spremberg, Horka und Görlitz. Außerdem hält diese Linie als einzige im Streckennetz der ODEC auch in einem anderen Land, nämlich in Polen. Der Zug benötigt für die gesamte Strecke von ca. 150 Kilometern 1 Stunde und 52 Minuten. Abfahrt ist immer zur Minute 4 in Cottbus Richtung Zittau. Der Zug fährt im Stundentakt und gilt als Anbindung für viele kleinere Dörfer an der Grenze zu Großstädten wie Görlitz, Spremberg oder auch Cottbus. Auch hier gibt es unterwegs wieder Bedarfshalte. Der Siemens Zero ist der optimale Zug für diese Strecke, da ab kurz hinter Cottbus bis Zittau keine Oberleitung mehr verlegt ist und er bequem sowie leise ist. Kommen wir zum ersten Regionalexpress. Der RE2 verbindet auf seiner ca. 370 Kilometer langen Strecke die Hansestadt Wismar mit der Spreewaldstadt Cottbus. Der Linienlauf führt über Lübbenau, Berlin-Ostkreuz und über die Berliner Stadtbahn, folgend nach Wittenberge und Ludwigsbelust, wo die Linie nach weiteren Halten auf der gesamten Strecke ihr Ende in Wismar findet. Der RE2 befährt die längste Strecke der ODEC. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge des Typs KIS-Doppelstockzüge, welche eine enorme Kapazität mitbringen, die auch benötigt wird. Der Zug bietet die schnellste Möglichkeit, von Cottbus nach Berlin zu gelangen. In Berlin ist er als Zubringer zum Hauptbahnhof und als Ersatz für Fahrgäste, die keine S-Bahn fahren wollen, zuständig. Danach verbindet er Berlin mit dem Speckgürtel und gilt dann als Urlaubszug zur Ostsee. Wer die gesamte Strecke befahren will, muss 4 Stunden und 36 Minuten in dem KIS sitzen. Möglich ist das stündlich. Der jetzige RE2 wird in Zukunft nicht mehr von der ODEC bedient. Außerdem wird er einen neuen Linienlauf erhalten. Der stündlich verkehrende Regionalexpress ist neben dem RE1 der beliebteste Zug im Streckennetz des VBB. Besonders in Zeiten des 9-Euro-Tickets sind die Ziele Cottbus und Wismar aus Berlin heraus sehr beliebt. Musik
Der Regionalexpress 4 der ODEG fährt von Rathenow unter anderem über Wustermark, Berlin-Spandau, den Berliner Hauptbahnhof und Südkreuz nach Ludwigsfelde. Die Linie ist besonders unter Pendlern beliebt, da der stündlich verkehrende Regionalexpress die Hauptstadt Berlin mit dem Speckgürtel verbindet. Der Zug fährt über die Schnellfahrstrecke und fährt nur wenige Halte an, was den Zug Richtung Berlin sehr attraktiv macht. Nach 40 Minuten erreicht man ab Rathenow schon Berlin-Starken. Aus Ludwigsfelde ist man schon nach 20 Minuten am Südkreuz. Kein Wunder also, dass der Zug ordentliche Kapazitäten benötigt. Deswegen fährt die Ostdeutsche Eisenbahn auch mit ihrem Stadler KISS, dem kapazitätsstärksten Fahrzeug. Außerdem bietet der Zug unterwegs attraktive Umsteigeverbindungen an. Zum Beispiel kann man am Hauptbahnhof in Südkreuz und in Spandau auf den Fernverkehr wechseln. Unterwegs ergänzt er sich mit anderen Regionalexpresslinien zu einem attraktiven Takt. Der RE4 ist mit der wichtigste Zug im ODEG-Netz, da er viele Fahrgäste befördert und für den VBB und Berlin eine wichtige Säule im Schienennetz darstellt. Die Ostdeutsche Eisenbahn verkehrt auf dieser Strecke seit 2013. Da die Strecken alle modern sind, gibt es kaum Ersatzverkehr, welcher besonders den RE2 auf seiner langen Strecke oft begegnet. Wir wollen euch nun noch den Fahrtverlauf von Rathenow bis zum Berliner Hauptbahnhof in einem Zeitraffer zeigen. Kommen wir nun noch zum Teilnetz Ostseeküste Ost. Hier bindet die ODEG die Linien RE9 zwischen Rostock Hauptbahnhof und Sassnitz bzw. Ostseebad Binz und den RE10, welcher ebenfalls vom Rostocker Hauptbahnhof verkehrt, aber das Ziel Züssow ansteuert. Die beiden Linien ergänzen sich zwischen Rostock und Stralsund zu einem Stundentakt. Beide Linien werden durch den Siemens D0 Mainline bedient, welcher eine hohe Kapazität für die Ostseeregion mitbringt. Diese wird besonders aufgrund des hohen Tourismusaufkommens benötigt. Die Fahrzeit von der Hansestadt Rostock nach Stralsund beträgt 57 Minuten. Um bis nach Sassnitz zu fahren, muss man 1 Stunde und 57 Minuten im komfortablen D0 Mainline verbringen. Von Züssow nach Rostock fährt der Zug 2 Stunden und 7 Minuten. Aufgrund von Bauarbeiten fährt der RE10 nur eingeschränkt bis gar nicht. Er hält laut uneingeschränktem Fahrplan nicht wie der RE9 zwischen Rostock und Stralsund in Bentwisch, Mönchhagen, Altenwillershagen, Buchenhorst und Martensdorf. Wie angesprochen, sind diese Linien eher für den Tourismus an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ausgelegt. Viele Menschen nutzen diese Linien, um zu anderen Stränden zu kommen oder sich mal Rostock oder Stralsund anzugucken. Besonders zu den Zeiten des 9-Euro-Tickets sind diese Züge sehr überfüllt. Begeistert hat mich das Personal, welches trotzdem weiterhin freundlich war und sich bemüht hat, Notausgänge, Fluchtwege und Türbereiche freizuhalten. Diese Züge fahren zwar nicht direkt an der Küste entlang, halten aber in vielen Städten, die Küstenzugang haben. Diese grünen Wiesen, an denen der Zug entlang fährt, möchten wir euch jetzt zeigen. Kommen wir nun zur Konkurrenz zwischen der Ostdeutschen Eisenbahn und DB Regio. Bevor wir einen Blick auf die Tatsachen werfen, müssen wir erstmal klären, was beide Unternehmen verbindet. Beide EVUs haben das Ziel, gewinnorientiert zu arbeiten und den Ausbau des Schienenverkehrs zu fördern.
Außerdem wollen beide erfolgreich darin sein. Jetzt kommt aber der Punkt. Die Deutsche Bahn hängt im Rücken von DB Regio, welche sehr viele Fahrzeuge und Mitarbeiter besitzt und fast ein Monopol hier in Ostdeutschland sich aufgebaut hatte. Natürlich laufen solche Verkehrsverträge nicht ewig und die Regio-Gesellschaft der Deutschen Bahn muss ihre Netze verteidigen. Jetzt kommen private EVUs wie die ODEC dazu, welche natürlich auch Netze bedienen wollen und wachsen. Sie nehmen natürlich auch an diesen Wettbewerben, um Verkehrsnetze oder Linien zu gewinnen, teil. Bei solchen Ausschreibungen geht es immer um den Preis. Wer bedient die Strecke am günstigsten? Die Angebote der anderen kann niemand sehen, außer die der DB Regio. Denn diese müssen, wenn sie neue Fahrzeuge für eine Ausschreibung benötigen, wieder eine offene Ausschreibung veranlassen. Die ODEC merkt sowas natürlich. Klar brauchen sie auch die passenden Fahrzeuge, sie suchen sich aber einen Hersteller und verhandeln mit diesem privat. Jetzt geht es um die Kosten. Die Deutsche Bahn hat viel höhere Kosten als ein privates EVU. Deswegen gewinnen private Gesellschaften wie die ODEC vermehrt. Durch das Gewinnen von Ausschreibungen ist die ODEC gewachsen. Sie verdient inzwischen deutlich mehr Geld als noch vor 10 Jahren und sie konnten alle Netze verteidigen, die ihnen wichtig sind. Um zu wachsen, brauchen sie neue Strecken und Netze. Dem Fahrgast fällt natürlich auf, dass er inzwischen in einem orange-weiß-grauen Zug sitzt und nicht mehr in einem roten. Die ODEC fällt also auf. Sie legt großen Wert auf Service, der besonders bei der Deutschen Bahn im Regionalverkehr oft zu kurz kommt. Das macht Fahrgäste natürlich glücklich und sie geben das weiter, auch an die Verkehrsverbunde. DB Regio spürt also vermehrt das Wachsen der Konkurrenz. Und diese belebt bekanntlich das Geschäft. Die Konkurrenz ist also groß. Wer mehr Netze bedient, bekommt mehr Geld und kann besser und schneller wachsen. Die Deutsche Bahn-Tochter hat die ODEC unterschätzt und lange Zeit das, was passiert ist, nicht erwartet und konnte auch wenig machen. Die ostdeutschen Eisenbahner haben das natürlich geschickt gemacht. Besonders schmerzlich für die DB Regio ist der Verlust des Netzes Ostseeküste Ost, welches eine Goldgrube ist. Klar hat die ODEC das nicht sehr lange gewonnen, aber wie geht die nächste Ausschreibung aus? Und 2 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich ordentlich Geld verdienen lässt. Man muss es sich so vorstellen, dass DB Regio die Fahrzeuge für die Netze noch hat, diese stehen jetzt aber nur rum. Woanders einsetzen kann man sie nicht immer, da sie die Anforderungen nicht erfüllen oder der Verkehrsverbund dafür nicht mehr bezahlen will. Das macht einen natürlich frustig, wenn man etwas hat, das Geld gekostet hat, man damit aber kein Geld mehr verdienen kann, und das ist das Problem von DB Regio und der Vorteil der ODEC. Sie kaufen gerade ordentlich ein und haben diese Probleme nicht, was sie natürlich als EVU glücklich macht. Fassen wir das Ganze zusammen. Die Ostdeutsche Eisenbahn wächst in den letzten Jahren stetig und ist in der Lage, auch große Ausschreibungen der DB Regio wegzunehmen. Vermehrt sieht man in Ostdeutschland die Fahrzeuge der ODEC. DB Regio ist zwar immer noch platzhirsch, aber besonders in Brandenburg verlieren sie ihren Status als größtes Eisenbahnverkehrsunternehmen langsam, da die ODEC mit dem Netz Elbe-Spree nun im Besitz des Schlüssels, nämlich der Linie RE1 ist. Bis zu den nächsten großen Ausschreibungen ist noch Zeit und bis dahin muss DB Regio Kosten senken, um konkurrenzfähiger gegenüber der ODEC und anderen EVUs zu werden. Ein Mix aus beiden tut dem Fahrgästen aber gut, denn es muss nicht immer den einen geben. Zum Schluss möchten wir noch auf die Zukunft eingehen, die der ODEC in den nächsten Jahren blüht. Mit dem angesprochenen Gewinn der Regionalexpresslinie 1 benötigen sie neue und größere Fahrzeuge als den KISS. Dafür hat die ODEC 29 neue D0HC als Vierteiler und Sechsteiler bestellt. Diese sollen einen 20-Minuten-Takt auf dem RE1 anbieten können und den RB17 befahren. Die ODEC freut sich sehr auf ihren neuen Zug. Außerdem werden noch 8 neue Dieseltriebzüge vom Typ Alstom den 54 erwartet. Diese Züge sollen umweltfreundlich und mit großer Kapazität ältere Fahrzeuge ersetzen und die Flotte erweitern. Durch die Lose 1 und 4 verliert die ODEC die Linie RE2 an DB Regio, gewinnt aber im Gegenzug den RE1, die neu erschaffenen RE8
welcher durch den KISS betrieben werden soll, die RB17 und die RB37. Ziel sind moderne Fahrzeuge auf den neuen Strecken mit besserem Komfort, einer höheren Barrierefreiheit und gratis WLAN. Man will bis zu 17 Millionen Fahrgäste jährlich transportieren. Alle Informationen dazu findet ihr im Internet unter www.odec-nes.de. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ein dickes Danke geht raus an alle, die uns Bilder von den neuen Fahrzeugen geschickt und zur Verfügung gestellt haben, und an alle von der ODEC, welche uns so nett an Bord behandelt haben und unsere Dreharbeiten unterstützt haben. Ein Danke geht natürlich auch an alle Zuschauer raus, die sich diese Doku angesehen haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine positive Bewertung da.